Und so schnell sieht man sich wieder. Willkommen zurück zu Let's Play Dark Souls 3. Ich möchte doch noch ein bisschen was machen. Erst einmal gehen wir zurück in den Feuerbandschrein. Wo ist er? Heimatknochen. Da. Benutzen. Feuerbandschrein. So, und da werden wir jetzt erst einmal ein paar Wunder kaufen. Wunder, Zauber, alles, was wir kriegen können. Wir fangen bei der Pyromantie an. Pyromantie erlernen. 10.000. 12.000. So. Okay. Wir haben zwar noch nicht alles erlernt, aber es dauert auch nicht mehr lange, bis wir den Rest erlernt haben. Inventar. Bitte einmal eine Seele aufopfern. 20.000, das müsste reichen. So, da haben wir noch den für 10.000, 1.500. Hier ist noch einer für 5.000. Na, reicht immer noch nicht. Das ist aber ganz schön traurig hier. Ich opfere meine ganzen Seelen dafür. So. Was hast du noch Schönes? Das da hast du noch und das. Jetzt kann ich das schon nicht mehr kaufen. Wahnsinn. Wie viele Seelen man braucht. Bald hast du mich alles gelehrt, keine Sorge. So, alles gelernt. Allerdings war das noch nicht alles an Pyromantie. Es gibt noch weitaus mehr. Wir werden versuchen, alles zu holen. Und dann möchte ich die Eide ablaufen. Ach, du kannst Wunder beibringen. Ja, nee, Wunder brauche ich nicht. Godspeed, Champion of Ash. Jo, bis später. Ah, ja. Yeah. Dunkle Zauber erlernen. Oh, die sind teuer. 15.000, 10.000, 10.000, 10.000. Nee. Dann gehen wir erstmal los. Einen Eid nach dem anderen erlernen. Ach, der arme König dort oben ist auch tot. Aber wir können die Waffen, die wir gefunden haben, das heißt die Seelen, die wir gefunden haben, in Waffen umwandeln. Und das können wir auch irgendwann mal durchführen. Jetzt reisen wir erstmal los, machen eins nach dem anderen. Ich muss gerade mal überlegen. Als erstes Anor Londo. Anor Londo, da. Gut, denn hier in Anor Londo haben wir etwas, das wir machen müssen. Also nicht direkt in Anor Londo, sondern vielmehr, wenn wir den Turm hoch pushen. Diesen hier. Komm hoch. Ein riesiges Gebiet. So, jetzt gehen wir wieder runter. Und unten angekommen können wir jetzt hier rüber. Zu dem Gebiet mit dem Leuchtfeuer. Ach, da hätten wir uns auch hin teleportieren können. Naja. Scheibenkleister, was soll's. Weiter geht's hier nicht. Nee. Gott. Auf. Ah, da braucht man Mut, um rüber zu laufen. Thou thinkst to remain. This tower is a prison. Thy presence shall invoke the ire of the tyrant Salivan. I bid thee leave and...
Der ist schon längst tot. May the dark moon watch over thee. Ich möchte den Eid des Finstermonds abschließen. Aber wie mache ich das? Der ist doch schon tot. Frau voraus, aber Vision von Mann. Thou thinkst to rest, I bid. May the dark moon. Das bringt noch nichts. Irgendwas muss ich bei Sullivan übersehen haben. Dass es mir nicht ermöglicht, dem Orden beizutreten, solange ich es ihr nicht gegeben habe oder zeigen kann. Gucken wir nochmal. So, hier ist Sullivan gewesen. Irithyll des Nordventals. Ne, hier war Sullivan nicht. Ah, Reisen, Sullivan. Entferntes Anwesen, Hohepriester Sullivan, da. Der muss mir ja irgendwie die Möglichkeit geben, nachdem man ihn besiegt hat, kann man erst dem Finstermond Eid ablegen. Und erst dann. Weil man wahrscheinlich etwas bekommt. Ui. Das sieht nicht gut aus. Das man dann dort braucht. Sullivan. Wo finde ich das, was ich dafür brauche? Wir laufen einfach durch. Oh. Okay, hier ist auch was. Aber ich glaube nicht, dass es das ist, was ich eigentlich wollte. Oh, nein, das ist ganz und gar nicht das, was ich wollte. Komm her. Doch nur mal was trinken. Oh, so langsam gehst du mir auf die Nerven, ehrlich.
Na also, geht doch. Weg ist das Vieh. Mit dem anderen werde ich wahrscheinlich weniger Probleme haben, weil ich mich da freier bewegen kann. Menschlicher Abschaum. Na, wie nett. Ah, komm her. Bist du tot? Ja, Ring der Gunst. Eieieiei. Abgründiger Edelstein. Jetzt sitzen wir hier in einer riesigen Halle. Oh, mit einem Bonfire. Leuchtfeuer entzündet. Ja, sehr nice. Und du? Du bist wieder so ein dicker Bischof hier. Jetzt Diakon McDonald beten. Aldrich Getreue. Ah, okay. Du hast den Beweis des Eids erhalten. Menschlicher Abschaum darbieten. Seit dem Eid jetzt noch tiefer ergeben. Ja, Stufe 2, nicht? Okay. Umso schöner. Jetzt haben wir zweimal menschlicher Abschaum rausgegeben. Aber das reicht ja nicht. Jetzt habe ich ja trotzdem noch den anderen von der Püppi. Hohepriester Sullivan. Sie müsste ja wissen, dass ich den schon längst besiegt habe. Oder habe ich vom Hohepriester irgendwas bekommen, das ich ihr zeigen muss? Ich guck gleich mal ins Inventar. Ich meine jetzt mal außer der Seele. ...34.000 Seelen. Die können wir auch gleich einlösen. Das ist eine richtig schöne Sache. Geheimpfad voraus, aber Vision von Blutfleck. Ah ja. Verdammt teuer. Umso mehr. Ich halte es nicht aus. Thou thinkst to this type. May the dark moon. Thou think this I. Ha. Nee, nee, nee. Also, mal gucken. Ausrüstung. Vielleicht ein Ring. Sonnenprinzessin, Estus Ring. Nein. Sonnenerstgeborenen. Ring des Gelehrten. Jägerring, Ritterring. Flinsring. Drachenschuppenring, Hufeisenring, Blauer Tränenring, Lloyds Schwertring, Karthes Milchring, Blutring, Opferung, Schädelring, Saphir von Aldrich, Rubin von Aldrich, Hohepriesters linkes Auge. Thou thinkst this time I bid thee, may the dark moon. Das hörte sich so an. Ring der Opferung. Zweimal. Nee, das ist es alles nicht. Goldener Schlangenring. Gefallene Gegner hinterlassen eher Gegenstände. Gefallene Gegner bringen mehr Seelen. Gut, vielleicht irgendwie die Waffe von ihm. Was hatte er? Die Doppelschwerter Gotthard, Doppelschwert. Sturmherrscher, den haben wir jetzt schon zweimal. Schwert des Schwarzen Ritters, Scharfrichters, Hohepriester Krummschwert, Irithyll Rapier,
Söldner Doppelschwert. Hohepriester Krummschwert. Das könnte er sein. Thou thinkst this time I bid thee. May the dark. Das gibt's doch nicht. Grabwächter Doppelschwert. Verbandengroßschwert. Onikiri und Ubadashi. Thou thinkst this town. I bid thee. May the dark moon watch over thee. Auch nicht. Chaosklinge Uchigatana. Die Chaosklinge ist ja noch stärker sogar als das Uchi. Hat A in Geschicklichkeit, aber nur E in Stärke. Das können wir umwandeln. Sklavenaxt, Banditenaxt, Eleonora. Drang Doppelschwert, Drachentöter Speer. Kathedralenritter Großschild, das hört sich auch so an. Thou thinkst to this time I bid. May the dark moon. Der Tyrann ist doch gar nicht mehr, Mensch. Was hast du denn, Püppi? Zwillingsdrachen Großschild. Schild des Verlangens. Ruhm Großschild. Nee. Gut, ich guck mich um, guck mal, was ich machen kann, um sie zu begeistern, um endlich mal den Segen hier, den Eid leisten zu dürfen. Und wir sehen uns im nächsten Part. Ich danke euch. Bis gleich.